Heute erzählen Sie uns einmal hoffentlich nichts über einen Krisenherd irgendwo auf dieser Welt, sondern wenn Sie mal so diesen Ball, die ersten Minuten des Balls analysieren müssten, was würden Sie dazu sagen? Ich würde mal sagen, die Spannung steigt insgesamt und das ist schon ein bisschen mit krisenhaften Entwicklungen vergleichbar. Allerdings die Auflösung ist dann eine ganz andere, weil wenn man dann in ein schönes Fest übergeht, das hat schon was. In einem Satz, wie würden Sie jetzt diesen Ball beschreiben für jemanden, der noch nie da war? Da müssen Sie hin. Einzigartig, international, tolle Stimmung, tolles Erlebnis. Was mich so fasziniert, sind die verschiedensten Uniformen. So viele verschiedene Farben, natürlich aus den verschiedensten Ländern. Wenn Sie kurz einmal Ihre Uniform ein bisschen beschreiben könnten. Sehr gerne. Das ist die Gala-Uniform des österreichischen Bundesheeres. Hier in der Form mit goldenen Knöpfen, also für einen Offizier. Hier kennen Sie dann noch die verschiedenen Orden, die man natürlich bei solchen Gala-Anlässen trägt. Dazu eine dunkelblaue Hose, leicht zu unterscheiden von allen anderen internationalen Gästen. Die haben keine dunkelblaue Hose, oder wie? Die haben eine andere Zusammenstellung, aber die weißen Jacken sind eher selten. Ja. Diese Kombination ist schon einzigartig. Das stimmt. Sie haben ja auch die verschiedensten Orden angesprochen. Gibt es einen Orden, auf den Sie ganz besonders stolz sind, wo Sie sagen, ach, das habe ich echt gut gemacht? Ich trage grundsätzlich nur zwei Orden, weil ich darauf wirklich sehr stolz bin. Das eine ist dieser Halsbandorden, den habe ich bekommen von der Österreichischen Offiziersgesellschaft, weil ich jahrelang Generalsekretär der Österreichischen Offiziersgesellschaft war. Und das ist ein Bundesverdienstorden für besondere Verdienste um die Republik Österreich. Die zwei trage ich gerne und bin stolz. Jetzt lassen Sie uns ganz kurz einmal in Richtung aktuelle Politik gehen, aber nur ganz kurz. Kann man, wenn es rundherum, ich sage es jetzt einfach so salopp, wie ich mir das denke, rundherum kracht es und scheppert es, kann man dann trotzdem einen Ball genießen? Ich glaube, das muss man. Weil wenn man sich überhaupt nicht mehr lösen kann davon, dann ist ja der Sache auch nicht gedient. Man braucht Erholungsphasen, man muss Möglichkeiten haben, abzuschalten. Und heute ist so eine. Und dann sage ich jetzt schon wieder nur noch schönen Ballabend. Dankeschön. Danke vielmals. Ihnen auch.